Jawohl, es geht mal wieder nach oben. So sieht es aus. Gar nicht so schlechte Voraussetzungen aktuell, wenn wir hier auf den Dow Jones gucken mit Aufwärtsgap. Das sieht schon wieder klasse aus. Wir haben eine 20.017, 20 Punkte sogar. Also wir sind oberhalb der 20.000er Marke. Wie stabil das bleibt, werden wir sehen. Aber das, was wir hier eingezeichnet haben, als Idee scheint sich so ein bisschen zu bewahrheiten, dass wir hier hinten offensichtlich mit den Kursüberschneidungen so dieses Auslaufen der Abwärtsbewegung haben. Es wäre zumindest mal typisch. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann wären tatsächliche Ziele sogar durchaus bei 23.000 nicht unrealistisch. Ich will da noch nicht zu viel versprechen. Wollen wir mal abwarten. Aber ich sag mal, ich kann mir das ganz gut vorstellen, denn das, was wir hier hinten haben, das ist das Korrektive und so ein Klassiker sind diese Marken hier. Aber das ist nur so eine ganz grobe, weiche Regel. Das ist also nicht wirklich was mit Verlass. Also bitte nicht aufgrund dieser Aussage jetzt long gehen und sagen, haha, guck mal, das passiert doch häufig. Das ist natürlich viel, viel zu unkonkret. Trotz alledem, so die Erwartungshaltung ist jetzt im Moment ja, dass wir hier relativ zügig hier nach oben gehen. Und eigentlich gilt die Devise, jedwede Rücksetzer, die jetzt im Moment da sind, für Käufe nutzen. Wenn diese Rücksetzer so ähnlich verlaufen, wie ich es hier eben angedeutet habe, so korrektiv, dann ist das auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte. Ob es wirklich so hoch laufen wird, das werden wir sehen. Denn es gibt jetzt verschiedene Szenarien, die da jetzt zum Tragen kommen können. Ich kann das nochmal so ungefähr andeuten. Es ist immer noch so ein Szenario denkbar. Das würde bedeuten, dass unser Anstieg gar nicht so groß ist, vielleicht so ähnlich groß wie das, was wir hier vorne haben. Das würde uns dann doch noch einigermaßen begrenzen, was den Auftrieb angeht. Das werden wir jetzt wohl abwarten müssen, wie stark jetzt der Vortrieb und wie schwach die Rücksetzer dann eben sein werden. Eine Alternative zu diesem Bild wäre tatsächlich, dass das Bild jetzt erstmal zu Ende ist und wir jetzt eine ausgedehntere Gegenbewegung zu erwarten haben, die dann auch ausgedehnt, was Zeit angeht, ausgedehnt auch was die Höhe angeht, uns tatsächlich hier irgendwo in die Mitte nochmal reinbringen kann. Fibonacci lässt grüßen. Also irgendwie so die Hälfte ist zumindest mal ein ganz typisches Bild. Dann wären wir so, ich sag mal, ungefähr 24.000, vielleicht auch 25.000. Das muss natürlich nicht exakt diese Ausmaße haben, aber das wären so klassische Bilder. Das sollte man so im Hinterkopf zumindest mal zur Orientierung haben, auch damit man das ein bisschen klassifizieren kann. Dann allerdings ist immer noch damit zu rechnen, auch dass wir möglicherweise nochmal so eine Abwärtsbewegung bekommen. Also die Kuh ist noch nicht vom Eis, auch Kurse bei 15.000, vielleicht habe ich es hier ein bisschen übertrieben von Ausmaßen. 15.000, 14.000 wären dementsprechend aber immer noch nicht untypisch. Also insgesamt gute Nachrichten, wenn man das mal anguckt. Gucken wir kurz auf den DAX, der ist ähnlich gut. Im Gegenteil, macht sogar einen ganz guten Eindruck. Ich hatte hier ja schon so ein bisschen angedeutet, ah, hier, das ist so eine Seitwärtsbewegung nach oben eigentlich. Aber ich muss gestehen, ich hatte mich etwas vertan. Wenn es auch um ganz, ganz wenige Punkte sind, ist das hier ist das letzte Tief gewesen. Das heißt, auch das hier ist wieder dieses Auslaufen, das in Trendrichtung, aber eben korrektiv. Und das sieht ebenfalls dann gar nicht so schlecht aus. Denn wir haben hier die Situation, dass wir vom Tief ausgehen, auch wenn das Millimeterarbeit ist. Man muss genau hingucken. Das habe ich gestern nicht gut genug gemacht, aber es ist ja nichts Falsches gelaufen. Der Markt hat ja nichts nach unten getriggert. Insofern alles bei Bene. Schub hoch, irgendwie wackelig runter. Darüber kann man sich natürlich streiten und so weiter. Hier, wir sehen das hier nochmal andeutungsweise. Das ist natürlich ein perfekter Trigger, um long zu gehen. Nützt uns hier nichts, zumindest mal nicht im Index, weil da hat der Markt natürlich gegappt. Das ist jetzt mehr eine Logik, die dahinter steckt, nicht so sehr, haha, hier kann man long gehen. Ja, schön, wenn man den Preis hier noch kriegt. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass viele, die auf dem CFD-Markt unterwegs sind, viele, die auf dem Future-Markt unterwegs sind, natürlich dann auch im Nachthandel, wenn sie das denn wollen, solche Bewegungen dann eben entsprechend mitnehmen können. Das ist auf jeden Fall immer wieder spannend, auch da Intraday gegebenenfalls mal drauf zu gucken. Also alles in Ordnung, wie man denken könnte, zumindest mal vorläufig, bleibt wohl die bullische Richtung. Ich warne davor, jetzt davon auszugehen, hey, damit ist die Kuh vom Eis. Im Gegenteil, ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Nicht so sehr jetzt gefährlich, long zu gehen, das finde ich sogar eigentlich ganz klassisch. Jetzt hier in dieser Situation nochmal eine Long-Position einzugehen und ein bisschen das Ganze mitzunehmen. Insbesondere, wenn wir zwischendurch mal durch Rücksetzer günstigere Preise kriegen. Also hier auch mal auf den kleineren Ebenen gucken, ob wir hier irgendwo mal dreiwellig, also so eine klassische A-B-C-Situation haben. Dann versuchen eben gegebenenfalls auf der Long-Seite sich rein triggern zu lassen. Aber bitte noch nicht hyperventilieren. Das ist noch nicht das Zeichen, dass die Krise schon rum ist. Es ist mit deutlich mehr zu rechnen. Markus Fugmann hat das heute Morgen in seinem Video ja eindrucksvoll erklärt und ich habe ja auch einige Videos schon mal dazu bereitgestellt im Sinne von 1929.
kommt das nochmal. Charttechnisch spricht extrem viel dafür, dass dem so ist. Im Zweifelsfall einfach mal bei YouTube gucken. Da gibt es ja immer wieder solche Beiträge. Allerdings muss man das gar nicht tun, denn wer sich zu der Gruppe der Trade2Go zählt, und das ist relativ einfach, sich einfach hier anzumelden, der kriegt solche Sachen auf sein Smartphone. Das heißt, er muss gar nicht warten, bis da irgendwo im Netz irgendwas dazu zu finden ist, sondern das ist ein Service, wo wir viele Situationen, Intraday immer mal wieder, allerdings auch übergeordnete Sichtweisen, aber auch edukatives, also Lehrmaterial immer wieder zur Verfügung stellen. Es wäre schade, wenn man das nicht nutzen würde. Deshalb unbedingt der Hinweis, dringend anmelden. Es ist kostenfrei. Dank unseres Sponsorpartners ATFX muss man dafür nicht bezahlen, sondern bekommt die Informationen frei Haus auf sein Smartphone oder eben auf sein Computer, wenn man das denn möchte. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt für heute, für diesen Moment erstmal alles Gute. All diejenigen, die Trade2Go haben, werden sowieso noch ein paar Nachrichten kriegen. Die, die es noch nicht haben, mit denen werden wir morgen an diesem Kanal wieder in Verbindung treten. In diesem Sinne erstmal alles Gute. Liebe Grüße.